es. Dämliche Wachtel. Aufgeblasener Gockel! An diesem Baum hängen Karotten statt Äpfel. Das ist echt abgefahren. Du hast noch nie einen richtigen Drachenbaum gesehen, oder? Klar, ich schüttel den Baum und alles ist in Butter. So einfach wird's wohl nicht werden. Nervtötender Giftzahn! Der Schuppen ist so wackelig, dass man nur daran schnippen müsste, um ihn umzuschubsen. Irgendeinen Opa mit Krückstock gibt es einfach in jeder Nachbarschaft. Was willst du, Junge? Siehst du nicht, dass sich hier Erwachsene unterhalten? Wenn ihr so erwachsen seid, warum streitet ihr euch dann so kindisch? Das kann so ein rotzfrecher Bengel wie du überhaupt nicht beurteilen. Hier geht es um Höheres. Ah, verstehe. Wenn es um Höheres geht, darf das Niveau der gegenseitigen Beschuldigungen ansonsten flach sein. Worüber streitet ihr euch genau? Ach, es geht um diesen blöden Möhrenbaum hier, den Daphne, diese alte Schabracke, über mein Grundstück wachsen lässt. Wenn er mir schon die Sonne nimmt, dann will ich wenigstens auch die Möhren ernten, die über meinem Grund und Boden gedeihen. Möhrenbaum? Was es alles gibt. Auf jeden Fall scheint Daphne die Sache mit dem Baum ja anders zu sehen. Sie sieht es tatsächlich anders und damit natürlich falsch. Diese verschrobene alte Jungfer würde mir niemals auch nur im allerkleinsten Recht geben. Pah! Ihr streitet euch ja heftig. Schon mal überlegt, einen Schlichter einzusetzen? Wir haben den Stadtrat angerufen und darum gebeten, dass man uns einen Termin gibt. Aber Jorok hat uns nur eine Nummer gegeben und lässt uns so schon 2 Jahre warten. Daphne sollte eigentlich mehr darüber wissen. Sie hat den Nummernzettel, wenn sie nicht inzwischen verschlammt hat. Ich gehe da mal wieder. Gemüsezüchter! Karotten-Niedertrampler! Sieht aus wie eine freundliche alte Oma und keift wie ein Fischweib. Was willst du? Hey, fauch mich nicht so an. Ach, entschuldige, mein Junge. Ich wollte dich wirklich nicht beschimpfen. Es ist nur dieser schreckliche Hieronymus. Tut mir leid, dass du diesen schlimmen Streit um meinen guten alten Möhrenbaum mitbekommen hast. Seit Wochen geht das so. Wachsen da wirklich Möhren an diesem Baum? Ja, ja, sicher. Siehst du denn das nicht? Ich bin ja sehr stolz auf meinen Möhrenbaum. Früher waren diese Bäume häufig in der Gegend, aber heutzutage ist ein Möhrenbaum etwas ganz Besonderes. Könnt ihr euch denn nicht einigen? Mit Hieronymus kann man sich leider nicht einigen. Der alte Kauz setzt alles dran, meine armen Möhren abzuernten. Dabei mag er das Zeug nicht mal essen. Wenn der sich einmal in etwas verbissen hat, dann ist der nicht mehr davon abzubringen, der Sturkopf. Habt ihr schon mit dem Stadtrat gesprochen? Aber ja doch, das haben wir versucht. Wir haben sogar von Jorok eine Nummer bekommen, bei der wir an die Reihe kommen. Es ist die Nummer 13. Ich sage dir, die 13 bringt nur Unglück. Seit 2 Jahren warten wir nun schon auf unseren Termin. Aber im Rathaus sagt uns einfach niemand Bescheid, dass es losgeht. Könnte ich die Nummer 13 gegen meine tauschen? Es ist sehr wichtig. Unsere Nummern tauschen? Wie kommst du denn darauf? Die brauchen wir doch selbst. Ich will nicht länger warten als nötig. Und wichtiger als mein Möhrenbaum wird dein Anliegen auch nicht sein. Aber... Die Jugend, die Jugend. Keine Geduld mehr heutzutage. Du hast genug Zeit. Du bist noch jung. Nun ja, wenn meine Nummer dran ist, bin ich wahrscheinlich älter als Daphne. Ich sollte mir ihre besorgen. Bloß wie? Solange der Baum hier wächst, werden die sich streiten bis in alle Ewigkeit. Hey, bist du verrückt, das Gift vor den Augen aller Leute dahin zu kippen? Was? Oh, da hast du wohl recht. Außerdem, schämst du dich nicht, den armen Baum zu vergiften? Fällt dir da kein eleganterer Weg ein, das Problem zu lösen? Mir bleibt keine andere Wahl, wenn ich Daphnes Nummer haben will. Ich glaube, der Baum setzt andere Prioritäten. Naja, was soll ich denn machen? Was hältst du davon, wenn ich mich um den Baum kümmere? Ich meine, nachdem ich ihn vergiftet habe. Mann, das kam jetzt falsch rüber. Ich meine,
Ach, du weißt, was ich meine. Naja, immerhin etwas. Aber sorg wenigstens dafür, dass dir niemand zuschaut. Schmieriger Tattergreis! Dämliche Wachtel! Am Türschild steht, raus aus meinem Haus, tödliche magische Fallen, Hokus, Stadtrat. Ich sollte auf Abstand bleiben. Klapprige Krücke! Hirnlose alte Schachtel! Das ist eine Statue der Stadtgründer. Die Tauben haben sie mit der Zeit ganz schön verdreckt. Bohnenrankenknutscher! Kürbisstolperer! Ein kleiner Junge mit einem Skateboard. Hey Großer, was geht ab? Was hast du denn da für ein tolles Skateboard? Wie nennst du das? Das ist ein topaktuelles Rollbrett, du ahnungsloser Wicht. Ach, so nennt man das hier. Ein Rollbrett, so, so. Ich werde es mir merken. Was treibst du denn hier? Sieht man das nicht? Ich stehe hier rum und langweile mich. Vorhin habe ich die ganze Zeit die heißesten Stunts mit dem Rollbrett geübt. Aber für heute reicht's. Wenn die beiden alten Knacker einen Herzinfarkt bekommen, zückt Papa den Lederriemen. Das muss ich nicht haben. Wieso sollten sie einen Herzinfarkt kriegen? Sind deine Stunts so gefährlich? Ha, und ob! Meinen dreifachen Salto in der Kurve und den Hechtsprung über den Abgrund muss man als Zuschauer erstmal verdauen. Die beiden Alten denken jedenfalls immer, ich breche mir den Hals. Und so wie sie gaffen, sollte ich eigentlich Geld von ihnen nehmen. Was machst du, wenn du gerade nicht den Hang runterrast? Na, was man halt so macht. Ab und zu verkaufe ich Zeitung. Manchmal hänge ich mit meinen Freunden rum oder so. Momentan sind aber alle im Urlaub oder so ähnlich. Jetzt habe ich Zeit fürs Rollbrett üben. Du bist richtig gut mit dem Rollbrett, nicht wahr? Geht so. Die meisten Jungs in meiner Klasse sind noch schneller. Davon liegen allerdings 3 momentan in einer Spezialklinik. Könntest du für mich einfach nochmal den Hang runterrasen? Nö, keine Lust. Und wenn ich dir eine Gegenleistung anbiete? Gegenleistung ist ein sehr schönes Stichwort. Hast du beispielsweise Süßigkeiten? Dann könnte ich es mir vielleicht überlegen. Bis später. Nervtötender Giftzahn! Alte Hexe! Aufgeblasener Gockel! Eingebildete Schnöpfe! Aufgeblasener Gockel! Eingebildete Schnöpfe! Bohnenrankenknutscher! Eklige, klebrige Bonbons, die wahrscheinlich viel zu süß sind. Ich hätte hier ein paar tolle Bonbons. Wenn ich sie dir gebe, würdest du dann für mich den Hang runterrasen? Lass mich probieren. Naja, eigentlich stehe ich mehr auf Kaffeebonbons, aber für ein paar kleine Schlenker reicht's. Kaffeebonbons? Ja, Mensch, Kaffeebonbons. Wegen des Koffeins, verstehst du? Irgendwie muss ich ja meine Tagesdosis zusammenbekommen, sonst werde ich ganz schläfrig. Aber sag meiner Mutter nichts davon, dass ich ein Koffein-Junkie bin. So, und jetzt geh aus dem Weg. Ich will losfahren. Oh nein, nicht schon wieder. Was denn, du olle Wachtel? Hey, die sind völlig abgelenkt. Jetzt kann ich meine schändliche Tat problemlos ausführen. Wow, das Gift ist ja richtig übel. Oh nein.
Mein Möhrenbaum? Oh, mein schöner Möhrenbaum! Was ist nur passiert? Ha, dein lächerlicher Möhrenbaum ist wohl gerade eines natürlichen Todes gestorben. Mir recht. Ich mag diese langweiligen Möhren eh nicht. Du gefühlloser alter Sack! Ach, heul nicht rum. Komm, sei eine gute Verliererin. Ich lade dich auch gerne auf einen Kaffee in meine Jagdhütte ein. In diese Lasterhöhle? Nein, danke. Na, immerhin brauchen wir nun nicht mehr darauf zu warten, dass die Herren Stadträte endlich mal Zeit für uns finden. Die Nummer kann ich jetzt genauso gut wegschmeißen. War ja klar, dass es ausgerechnet an dieser Nummer hängt. Halt, was willst du? Was trinkst du da immer für ein Zeug, wenn du dich aufregst? Beruhigungsmittel? Das ist Medizin. Nichts für Kinder. Schleich dich und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Bitte lass mich durch. Laut Tafel ist meine Nummer dran. Das wüsste ich, aber du hattest doch die Nummer 13. Tatsächlich. Wie kann das sein? Ich würde dir das gerne näher erklären, aber ich habe einen wichtigen Termin mit dem Stadtrat. Könntest du mich jetzt bitte durchlassen? Danke. Eine Schande, dass Rotzjungen wie du meine gebohrten Dielen betreten dürfen. Jede Menge amtliches Zeug. Das muss ich mir nicht antun. Jorok bewacht den Schlüssel zum Keller wie ein Schießhund. Hey, Finger weg! Das ist Staatseigentum! Ist ja gut. Das ist doch die Mühle am Berghang. Hey, sogar die Wäscheleine ist drauf. Irgendetwas sagt mir, dass ich Ärger bekomme, wenn ich die Absperrung missachte. In Rathäusern stehen immer nichtssagende Büsten von nichtssagenden Leuten rum. Da ist ein Einhorn drauf. Das vereidigt sicher symbolisch die Unschuldigen vor Gericht. Ich habe nicht den Eindruck, dass Adamus genau hinschaut, was er da unterschreibt. Ich könnte ihm vermutlich sein Todesurteil unterschmuggeln und er würde es unterschreiben. Wenn ich das richtig sehe, liegen hier lauter offizielle Verlautbarungen, die als Aushänge draußen am schwarzen Brett aufgehängt werden. Das ist ein Erlass über eine Drachenüberflugsteuer über den Rathausplatz. Da kann ich nur hoffen, dass nie ein Drache vorbeikommt, das wird nämlich saftig. Der Mann sieht aus wie ein verstaubter Beamter. Der Mann trägt die Robe eines Ratsherrn oder sowas, aber er sieht aus, als wäre er irgendwie irre. Der sieht aus wie ein furchtbar strenger Stadtrat.
Ah, ein junger Besucher. Na, willst du dir mal das Rathaus von innen anschauen? Bist du neu in der Stadt? Dein Gesicht kommt mir so unbekannt vor. Ich heiße Melvin und ich bin hier zu Besuch, sozusagen. Ich habe gehört, es gibt ein Problem mit einem Fluch. Ich würde gern helfen. So, so. Ein grüner Junge kommt daher und will uns bei unseren Problemen helfen. Das finde ich ja sehr rührend. Wie willst du das denn anstellen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jorok niemanden hier reinlässt? Ja, das habe ich immer schon gesagt. Jorok tanzt uns auf der Nase herum. Er wollte durch das Nummernsystem die Bürgernähe verbessern. Aber ich wusste ja gleich, dieses üble Glitzern in seinen Augen hatte nichts Gutes zu bedeuten. Seitdem haben wir kaum noch Besucher hier. Nun, seitdem sind wir allerdings auch die lästigen Querulanten los. Im Grunde genommen ist unsere Arbeit doch recht angenehm geworden. Außerdem hatten wir erst vor 3 Wochen einen Besucher hier. Den stillen Sven. Wieder einmal. Ihr merkt gar nicht, wie Jorok hier mehr und mehr die Kontrolle übernimmt, oder? Der Mann ist hier nur der Hauswart, aber tatsächlich führt er sich auf, als würde ihm das Rathaus gehören. Ach, genug des Geredes. Lassen wir Jorok die Nummerntafeln entfernen, dann ist das Problem erledigt. Jorok hat mir einen Zettel mit der Nummer 9988 gegeben. Hat das so seine Richtigkeit? Und welche Nummer war dran? 13. Fragt mich aber jetzt bitte nicht, warum ich trotzdem hier bin. Da kann es sich nur um einen Druckfehler oder so etwas gehandelt haben. Das ist ja völlig verrückt. So eine hohe Nummer. So viele Stellen hat ja nicht mal diese komische Anzeige. Ich komme nicht nur nicht aus der Stadt, sondern aus einer fremden Welt. Aus einer fremden Welt, so so. Was weißt du schon, welche Welten uns fremd sind? Aber warum eigentlich nicht? Gut möglich, dass uns gerade dieser Umstand hilft, unser Problem zu lösen. Ich halte das eher für gefährlich. Erinnert ihr euch an die letzten Weltreisende, die wir hier hatten? Dieses junge Mädchen mit der roten Mütze und ihren feministischen Ideen. Eine Katastrophe. Nein, nein, ich denke, wir sollten das selbst in die Hand nehmen. Allerdings, denkt nur an die zeitraubenden Formalitäten für die Teilzeitbeschäftigung von Weltenreisenden. Und das alles für einen grünen Jungen, der uns dumme Versprechungen macht. Wollen wir darauf etwa hereinfallen? Wir machen uns ja lächerlich. Könnt ihr mir sagen, wo dieser komische Fluch herkommt? Was interessiert dich das eigentlich, Junge? Du willst uns doch nur unsere Zeit stehlen. Oder fällt dir ein besserer Grund ein, warum du hier bist? Los, werfen wir ihn raus! Aber nicht doch. Warum geben wir ihm nicht eine Chance? Er will uns offensichtlich helfen. Aber wir wissen nicht, ob wir das ernst nehmen können. Also gut, prüfen wir ihn doch. Dann kann er beweisen, dass er tatsächlich die Fähigkeit hat, uns zu helfen. Eine Prüfung? Okay, gut, von mir aus. Aber bitte kein Mathe, Physik oder sowas. Unsinn. Wer interessiert sich denn für solchen okkulten Blödsinn? Aber die Idee mit der Prüfung ist bestechend. Also gut, prüfen wir ihn. Wie wollt ihr denn prüfen, ob ich in der Lage bin, der Stadt zu helfen? Da gibt es eine sehr naheliegende Sache. Wir haben nämlich neben den ganzen großen Problemen auch noch ein eher kleineres. Es werden ständig Anschläge auf das Haus von Walt verübt. Das wäre uns natürlich völlig egal, aber Walt ist nun mal der reichste und damit der angesehenste Bürger der Stadt. Angesehen? Stinkreich und geizig. Wenn ich nicht Stadtrat wäre, würde ich selbst, vergesst das. In der Tat brauchen wir einen unparteiischen Ermittler in diesem Fall. Die Stadtwache ist dafür ohnehin nicht einsetzbar. Die tut mal wieder schrecklich überlastet, obwohl wir für 50% der Belegschaft eine Arbeitsplatzgarantie gegeben haben. Wie auch immer. Ich rechne mal nicht mit einem großen Erfolg, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Oh, und nimm dir ein Zimmer im Goldenen Ochsen. Dann kannst du tagsüber schlafen, wenn du nachts Nachforschungen anstellen musst. Die Rechnung fürs Zimmer geht an Adamus. Bist du wahnsinnig, Valerius? Wir geben einen Zuschuss von 50% der Hotelkosten. Ich meine 75%. Valerius, guck nicht so. Also gut, wir zahlen das Zimmer. Ich soll also herausfinden, wer nachts herumballert. Was ist denn darüber schon bekannt? Nichts. Auf Walts Haus wurde geschossen. Nun, es ist nicht so, als ob ihn die Reparatur am Haus finanziell ruinieren würde. Aber wenn er sich eine Kugel einfängt, wird das Ganze problematisch.
Und ob? Diese Wiedergänger nach Unfällen und Mordanschlägen sind wirklich ekelhaft. Also sieh zu, dass dir bei deinen Ermittlungen nicht auch ein Unfall passiert, Junge. Danke. Wenn mich das ermutigen sollte, dann ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Nun, die Fakten sprechen ohnehin nicht für deinen Erfolg, junger Mann. Viele Berufsanfänger deiner Altersgruppe ruinieren sich durch Selbstüberschätzung. Und du machst mir ganz den Eindruck, dass es dir da nicht anders geht. Ihr seid also die Stadträte von Tallinn, richtig? Könnt ihr mir etwas mehr über euch erzählen? Aber gerne, junger Mann. Ich bin Valerius, zuständig für Recht und Gesetz. Ich bin Hokus, zuständig für das kreative Chaos und Magie. Und ich bin Adamus, der Einzige hier, der was von Geld versteht und die Stadt vor dem Ruin bewahrt. Unsere Familien stellen den Stadtrat schon seit Jahrhunderten. Seit der Stadtgründung. Wir sind rechtschaffene, bodenständige, magisch versierte, kühlrechnende Männer, die bei all ihren Entscheidungen nichts als das Wohl der Stadt im Auge haben. Ernsthaft? Nur das Wohl der Stadt? Toll, sowas gibt's also noch. Ich glaube, ich sehe mich erstmal um.